Für die einen also ist alles Lebendige bereits gerechtfertigt durch das sich selbst erschaudernde Erleben des Bewusstwerdens und des Ersichtlichwerden all dessen, was durch die Lebensbewegungen entsteht und dann herumschwirrt in diesen Balletttänzen. Während die anderen sagen, was bringt mir das? Das gibt mir keinen Genuss. Ich will wissen, was das ist, das da ist, und es für mich behalten allein und zwischen meine Buchdenkel kleben. Denn wenn es zu nichts Nutze ist, wenn es nicht behalten werden kann, wenn es nicht dazu gebraucht werden kann, dass sich das bewahren lässt, für mich ausschließlich allein, um an die Schmetterlingswand gepinnt zu werden, weil ich den Auswurf des Verlustes nie akzeptieren konnte, um mich selbst auf die Socken zu machen und den Verlust in Verslust und sonstige Vergnügungen und Lüste umzuwandeln vermochte, wozu sie mir schließlich angetan waren, um ins Schmetterlingsdasein des selbst ausgetestet Werdens hinausgeworfen zu werden und die Zyklen der Metamorphosis zu vollenden. Was nützt mir das, wenn mir das keine Lust, keine Erkenntnis bringt? Und wenn das ganze Erkennen, das ganze Bewusstsein seines Bewusstseins, seines Bewusstseins seiner selbst nicht dazu taugt, irgendwas an diesem kontinuierlich davonschwirrenden, niemals an die Pinnwand festzuklebenden, niemals für mich allein, ausschließlicherweise allein zu behaltendes geeignet ist, niemals das immer sich Verändernde, das immer sich Transformierende, das immer Tödliche anhalten kann, beenden kann, niemals dasjenige, das immer wiederkehren muss, als ein immer wieder verandertes, als ein noch alienierteres, als ein noch absurderes, perverseres oder perfekteres. Punkt, 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 Punkt.